Erst einmal einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Philipp Janowitz, ich bin jetzt 21 Jahre alt und ich befinde mich derzeit in einer Ausbildung zum Tischler. Wir befinden uns hier vor dem Ministerium für Justiz und Gleichstellung. Dort ist der Landtag in Magdeburg. Wir befinden uns hier gerade in Magdeburg auf dem Domplatz. Hier fand am 9.3. eine Demonstration gegen Artikel 13 der neuen Urheberrechtsreform statt und am 23.3. wird die genauso hier wieder stattfinden. Und wir haben uns heute hier eingefunden, weil ich ein paar Fragen beantworten wollte. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet zu Artikel 13 und zu der Urheberrechtsreform, die gerade im Europaparlament durchgedrückt werden soll. Und ja, kommen wir zur ersten Frage. Was ist Artikel 13? Artikel 13 ist ein Teil der neuen Urheberrechtsreform, die bereits 2016 mehr oder weniger geplant wurde und geschrieben wurde. Artikel 13 beinhaltet mehr oder weniger nur, dass große Plattformen jetzt für rechtswidrige oder für urheberrechtlich geschützte Inhalte zur Verantwortung getragen werden. Zuvor war das die Einzelperson, die im Falle eines Rechtsbruchs bestraft wurde. Jetzt ist es auch die Plattform. Artikel 13 wird dafür sorgen, dass wir die Sachen, die wir momentan im Internet teilen, nicht mehr so teilen können, wie wir es können. Wir können keine Urlaubsfotos einfach so hochladen, da erst geguckt werden muss, ob es urheberrechtlich geschützter Content ist. Es werden keine Videos mehr hochgeladen werden dürfen von Schulveranstaltungen, wo ein urheberrechtlich geschütztes Lied im Hintergrund läuft, selbst wenn es leise ist. Ganz alltägliche Sachen, die wir jeden Tag nutzen, werden aus dem Internet verschwinden. Und das ist keine Drohung, das ist auch keine Warnung, das ist leider ein Versprechen. Und das Einzige, was wir dagegen tun können, ist demonstrieren, laut sein. Prinzipiell bin ich für eine Urheberrechtsreform. Ich finde es ungerecht, dass Menschen, die konsistent Informationen im Internet zur Verfügung stellen und diese auch produzieren mit bestem Gewissen, ich finde es ungerecht, dass sie nicht ausreichend bezahlt werden. Wir haben viele Menschen im Internet, die ganze Zeit Content produzieren, der die Welt verändert, die ganze Zeit. Deswegen bin ich prinzipiell erstmal für eine Urheberrechtsreform. Mein Problem mit der momentanen Urheberrechtsreform ist nicht, dass sie existiert, sondern die Ausführung, die Auslegung der Fragen. Die Texte, wie sie momentan dort stehen, sind interpretierbar bis ins Unendliche. Sie sind locker verfasst, ohne vernünftige Rechtstexte und es gibt noch keine offizielle deutsche Übersetzung. Der Mensch, der sich in Deutschland damit beschäftigen möchte, muss die englische Version lesen oder muss sich im Internet Übersetzungen von diesen besorgen. Und das kann auch nicht jeder. Artikel 13 selber, ich empfinde es als kritisch, weil es könnte wirklich dafür sorgen, dass die großen Plattformen, wie wir sie kennen, nicht mehr so benutzbar sind, wie wir es kennen. Das Internet könnte so aussterben. Das Internet, wie wir es kennen, könnte komplett aussterben. Die ganze Freiheit, die Möglichkeit, der kleinen Personen Content zu produzieren und Sachen hochzuladen, könnte vollkommen verschwinden. Und das ist mein großes Problem mit Artikel 13. Zuerst einmal nicht viel. Das ist das, was von vielen gesagt wird. Das ist die häufigste Meinung. Es ist eine politische Entscheidung und der kleine Mensch hat keinen Einfluss drauf. Ich halte das erstmal nicht für richtig. Ich glaube, wir können alle viel bewegen. Man muss aus dem Kleinen ins Große übergehen. Das heißt, es muss mit kleinen Aktionen beginnen. Ihr müsst euch ja nicht übernehmen. Macht erstmal Sachen, die ihr auch selber schafft. Und dazu gehört zum Beispiel auf Facebook unsere Seite zu liken, Save the Internet. Es würde auch schon ausreichen, wenn ihr mit euren Eltern darüber redet oder wenn ihr das Thema in eurem Betrieb darstellt und dafür sorgt, dass Menschen sich damit beschäftigen. Ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, EU-Abgeordnete anrufen. Das könnt ihr über die Seite saveyourinternet.com machen. Dort habt ihr den direkten Kontakt zu den EU-Abgeordneten und könnt anfangen, sie zu überzeugen, wenn ihr möchtet. Demonstrationen organisieren. Ihr könnt Flyer verteilen, ihr könnt Poster kaufen. Eigentlich sind die Möglichkeiten grenzenlos. Solange ihr gegen Artikel 13 aktiv seid, ist mir auch total egal, was ihr macht. Mir reicht es, dass ihr dagegen seid oder für ein freies Internet seid.
Also 2016 wurde das ja mehr oder weniger bereits beschlossen. Ich bin aktiv gegen Artikel 13 seit September 2017 unterwegs. Dort hat es erst begonnen mit den Internetseiten, die darauf aufmerksam geworden sind, dass es eine neue Urheberrechtsreform geben soll. Ich bin seit 8 Monaten auf sozialen Medien unterwegs und informiere Menschen. Ich habe hier gerade Flyer mitgenommen, weil ich heute Flyern verteilen möchte. Ich habe hier in Magdeburg für den 23.03. eine Demonstration organisiert, da ich auch den Schülern und Schülerinnen hier in Magdeburg die Möglichkeit geben möchte zu demonstrieren, denn nicht jede Person kann nach Berlin oder nach Leipzig fahren. Das kostet einfach Geld und das haben die meisten Menschen zu wenig. Wir sind momentan auf allen Kanälen aktiv. Wir von Magdeburg gegen 13, wir sind auf Facebook. Ich produziere hier gerade mit einem jungen Mann Content für YouTube. Ich produziere selber YouTube-Content, ich bin auf Twitter aktiv. Ich bin auf Facebook. Ich mache so viel gegen Artikel 13, wie ich kann. Leider habe ich noch nicht die absoluten Möglichkeiten. Ich bin noch nicht im EU-Parlament. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber ich hoffe, dass ich irgendwann dahin komme, damit ich für ein freies Internet mit euch gemeinsam kämpfen kann. Damit ich eure Meinung vertreten kann. Damit ich das Internet vertreten kann. Ich habe hier als letztes noch ein kleines Spielchen vorbereitet. Hier mit einem kleinen Kaffeebecher. Wir haben uns jetzt einmal unter die Arkaden gestellt, weil es ein bisschen regnet. Ich erkläre vielleicht mal kurz das Spiel. Da sind ein paar Zettel drin. Da stehen Namen drauf, teilweise von Politikern, teilweise von anderen Menschen. Und die Aufgabe ist jetzt, da an diese Person eine Botschaft zu schicken, eine Videobotschaft. Julia Rieder. Also erstmal finde ich super, dass sie existiert. Das ist ganz wichtig. Sie macht ihre Arbeit klasse. Ich bin sehr zufrieden mit dir. Also ich finde es klasse, dass du da bist. Das einzige Problem, was ich mit dir habe, du ernährst dich nicht gesund genug. Aber ansonsten machst du alles perfekt. Wirklich. Mach einfach weiter dein Ding. Und dann kriegen wir Artikel 13 schon gebacken oder die neue Urheberrechtsreform. Ist gut, dass du da bist. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wer der Vorsitzende von der GEMA ist. Ich auch nicht. Ich muss dazu sagen, ich bin Kapitalverbrecher. Ich werde nie die GEMA bezahlen. Ich habe noch nie GEZ bezahlt. Die GEZ weiß nicht mehr, dass ich existiere. Das Einzige, was ich habe, ist eine Sozialversicherungsnummer, damit ich arbeiten kann. der Vorsitzende von der GEMA. Ihr seid ein korruptes Lobby-System. Warum existiert ihr überhaupt? Ihr sorgt dafür, dass die Kleinen nicht so viel produzieren können, wie sie möchten. Natürlich muss man dafür sorgen, dass alle unter einem Vertrag sind, damit nicht einfach Sachen geklaut werden können, damit nicht einfach geistige Eigentum gestohlen werden kann. Aber wie ihr es macht, mir gefällt es wirklich nicht. Angela Merkel. Es ist die erste weibliche Kanzlerin von Deutschland. Erstmal finde ich super, dass sie da war. Sie hat lange Zeit gute Arbeit gemacht. Ich habe aber das Gefühl, dass sie in den letzten Jahren den Überblick verloren hat. Dass sie beeinflusst worden ist von vielen Menschen, die sie nicht hätten beeinflussen sollen. Ich hatte auch oft das Gefühl, dass es ihr irgendwann zu viel geworden ist mit der Politik in Deutschland. Und dass sie einfach akzeptiert hat, dass sie jetzt die Mutti ist. Angela, erstmal ist gut, dass du da warst. Hast eigentlich ordentliche Arbeit gemacht. Du warst zu lange auf dem Sitz, du hast ihn leider zu lange nicht abgegeben, dir hat es Spaß gemacht, da zu sein. Bitte tritt's ab. Bitte sorg dafür, dass andere Menschen deinen Platz einnehmen können. Es gibt so viele junge Menschen in der Politik, die etwas ändern wollen. Und eure Generation hat zwar gute Arbeit geleistet, aber keine perfekte Arbeit. Und wir müssen jetzt die ganzen Fehler, die ihr gemacht habt, ausbessern. Aber das ist okay. Eure Vorarbeit war sehr, sehr, sehr gut. Danke sehr dafür. Wikipedia.de. Ja. Ich verbringe tatsächlich ungefähr 80% meiner freien Zeit auf Wikipedia. Es ist für mich die größte Quelle des Wissens. Ich finde es unfassbar, dass es eine solche Website gibt. Ich finde es wahnsinnig interessant. Es bringt mir so viel. Danke, dass es euch gibt. Ohne euch wüsste ich gar nicht so viel. Ihr seid der einzige Grund, warum ich überhaupt gelernt habe. Ich bin autistisch veranlagt. Schule bringt mir überhaupt nichts. Deswegen
habe ich in der Schule nichts anderes gemacht, als mir Wikipedia-Artikel durchzulesen. Alles, was ich in meinem Leben gelernt habe, habe ich mitunter von Wikipedia. Deswegen sehr gut, dass ihr da seid. Das hat ihr wirklich geholfen. Ihr habt ja angedroht, vor der Abstimmung sich für eine Woche auszuschalten. Erst einmal Respekt. Ihr verdient Geld dadurch, dass ihr das macht. Ich find's gut, dass sie sich abschalten. Die Menschen werden merken, dass da was passiert, dass da was Gefährliches ist. Das wird der größte Publicity-Stunt in Bezug zu Artikel 13, den es geben wird. Und es wird viel Aufmerksamkeit darauf bringen. Und das finde ich sehr, 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 sehr gut. Es wird hilfreich sein, vielen Menschen die Nachricht zu übermitteln, dass tatsächlich gerade was Gefährliches passiert mit unserer Informations- und Meinungsfreiheit im Internet. Ich finde halt das komplette Abschalten ein bisschen schwarz. Mir ein bisschen schade. Mir würde ein schwarzes Overlay reichen. Das ist das Einzige, wo es bei mir hapert mit dem Abschalten von Wikipedia. Ja. Simon Will. Das Ausnutzen von gesellschaftskritischen Problemen zum Eigennutz ist purer Egoismus und ist ein Symptom der Kapitalgesellschaft. Du bekommst mehr, andere bekommen weniger und ich kann das nicht respektieren. Bitte hör einfach auf mit dem, was du machst. Freut euch schon mal auf Berlin, liebe Politiker. Freut euch auf den 23. Da gehen wir dann zum Bundestag. Aber alle gemeinsam. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die ich jetzt stellen werde. Oder Magdeburg gegen 13. Verzeihung. Ihr könnt Demonstrationen Ich habe hier auch noch als letztes ein kleines. Nochmal von vorne. Versprochen. Hier kannst du mal. Sowas, das wäre nämlich auch schon schwierig. Das ist Copyright-geschützter Inhalt. Oh. Ist absurd, was Artikel 13 alles für Auswirkungen haben könnte. Nicht, dass die Kamera nass wird. Ja, kannst du mal öffnen, da sind es. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.